Ja, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt erstmal hallo, ihr Lieben. Also falls ihr euch jetzt wundert, dass ich dasselbe anhabe, also nur mein Douglas-Haul seht. Ich habe gerade ein anderes Video gedreht, und zwar mein Hamburg-Aufenthalt, und wollte das trennen, weil es einfach sonst zu viel gewesen wäre. Und ja, deswegen habe ich halt dasselbe Outfit an, weil es einfach kurz danach gedreht wurde, gleich danach gedreht wurde. Und zwar folgende Sache. Mira, 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 Mira von The Pilgrim hat ja hat ja ein Video gedreht, und zwar hat sie einen Douglas Hall gemacht, weil ja, es Rabatte gab. Rabatte, Rabatte und Gratisproben und so weiter und so fort. Und das hatte sie gelesen bei Die Shoppingfrau, oder wie hieß die Seite? Die Seite verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Da könnt ihr halt aktuelle Rabatte, Codes, Gutscheine und sowas nachlesen. Das gab es halt auch für Douglas. Und sie hatte dann eben dort einen Haul gemacht, und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig, weil sie fixt mich ja wie immer, wie ich schon immer sage, an, ständig. Wie die kleine Mella und auch Chrissy Cosmetics, und ist ganz, ganz furchtbar. Und auf jeden Fall hat sie mich dann halt so, ja, wieder mal gegriffen, dass ich gesagt habe, ich muss es jetzt nutzen. Und eine Sache gab es nicht mehr, das war das mit der The Real Mascara von Benefit, die gab es irgendwie nicht mehr. Und alles andere habe ich aber genutzt. Und ich zeige euch jetzt, was ich ja, bekommen habe, was ich mir bestellt habe. Ja, Douglas, Douglas. Und das wollte ich mir, also es wird jetzt sehr, sehr viel sein. Aber gut, es geht. Aber es ist halt, sind auch etwas teurere Produkte. Das hätte ich mir aber sowieso alles im September gekauft. Von daher ist es jetzt der ganze Monat, ja, ist jetzt erstmal erledigt sozusagen. Genau. Also, was habe ich mir mitgenommen? Mensch. Also ich habe mir zum Beispiel auch gestern, das wollte ich euch nochmal zeigen, von Essence, da gibt es ja jetzt diese neuen Pigmente, habe ich mir einen mitgenommen. Ich weiß natürlich, also ich fand ihn ganz gut pigmentiert, muss erstmal ausprobieren, das Teil. Das ist Smell the Caramel 02, habe ich mir gestern noch schnell gekauft. Fand ich ganz hübsch, so als Alltagspigment. Ja, 2,45, sehr teuer für Essence, aber es sind Pigmente. Das so nebenbei. Ja. Und habe mir als erstes bestellt, das wollte ich unbedingt haben, weil das hätte ich mir sowieso in Berlin gekauft, habe es aber vergessen. Deshalb habe ich jetzt gleich genutzt und habe mir jetzt eben das bei Douglas bestellt. Und zwar, ich hatte ja dran gerochen, ich wusste, wie es riecht. Das Nude, oder Noir, Nude, keine Ahnung, von Hugo Boss. Wofür Gwyneth Paltrow ja Werbung macht. Es riecht so genial. Und sie beschreiben es ja so ein bisschen mit das kleine Schwarze, ja, und der Duft, der passende Duft dazu. Und genau so ist es. Also ich liebe es. Es riecht so, 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 so geil. Und ich habe jetzt erstmal die kleine Ausführung gekauft, weil ich mir unbedingt im September noch das Lady Gaga Parfüm kaufen will. Ich muss natürlich erstmal dran riechen, aber so geil, also so geile Aufmachung. Ich muss es bestimmt haben. Ja, so sieht es aus. Richtig hübsch. Und ja, wie gesagt, wie beschreibe ich es? Also so einen Duft habe ich auch noch nicht. Es ist sehr edel. Es ist sehr edel und schick irgendwie. Also es ist wirklich wie so, wenn ihr abends auf eine Party gehen wollt. Also es ist für den Alltag vielleicht ein bisschen zu krass. Aber gut, wenn ich in die Bank gehe, geht es auch. Ja. Aber ansonsten ein sehr, sehr schöner Duft. Also ich liebe diesen Duft. Ihr müsst dran riechen. Richtig, richtig toll. Und weil ich diesen Duft bestellt habe, gab es halt schon die erste Gratisprobe. Die Probe nicht, sondern es gab, hallo, hallo. Es gab das, die Body Lotion, die parfümierte dazu. Also richtig, richtig cool. Jetzt kann ich mich auch dafür, damit eincremen und habe dann halt auch den Duft so. Ne? Also da kann ich natürlich auch den Duft sparen. Es riecht richtig cool. Also das war zum Beispiel gratis mit dabei. Habe ich mich richtig gefreut. Dann habe ich, ja, den nächsten, das nächste, Stäbchen gemacht. Und zwar, wenn ihr von Sun, von Lancaster, Moment, von Lancaster dieses ja, Set hier kauft, dann bekommt ihr einen 5-Euro-Gutschein, bezahlt sozusagen, weil es 6 Euro kostet, nur 1 Euro dafür, und bekommt aber noch halt irgendwie so ein solche Pröbchen dazu hier. Also das hatte ich gerade so dabei. Da sind drin, was ich richtig gut finde, weil wenn jetzt noch ein bisschen der Sommer kommt, sind das richtig gute Produkte. Und zwar ist es einmal der Tan Maximizer. Das ist ein After Sun, was ihr halt nach dem Sonnen nehmt. So sieht der aus. Da sind drinne 50 Milliliter. Und ich finde auch, die Lancaster-Produkte riechen alle sehr, sehr gut. Dann ist einmal Sun Beauty drin. Das ist halt eine ganz normale Sonnencreme, denke ich mal. Mit 15 SPF. Ist ein bisschen wenig, aber gut. Ja. Aber
Bei wenig Sonne finde ich das auch okay. Und dann habt ihr noch eine ganz kleine Probe dabei. Und zwar ist das Infinite Bronze. Das fand ich richtig cool. Es ist ein Face Bronzer. So sieht der aus. Das sind ganz, ganz wenig. 3 Milliliter nur. Aber das ist sehr, sehr gut fürs Gesicht. Also es bronzt das Gesicht sehr, sehr schön. Habe ich schon mal ausprobiert. Und wenn ihr dieses Set, wie gesagt, kauft, und kriegt ihr den 5-Euro-Gutschein. Und, Moment, dieses Produkt hier noch dazu. Und zwar, genau, das ist der Tan Maximizer nochmal in 15 Milliliter. Ja, also richtig cool. Ich habe auch, weil ich bei Douglas noch bestellt habe, ein Sun Beauty, also nochmal nochmal diese Sonnencreme bekommen, auch in 3 Milliliter, aber mit 50 SPF. SPF, ne? Also auch nochmal dabei. Richtig cool. Dann habe ich einmal, weil ich diesen Duft so liebe, ich glaube, ich habe ihn irgendwo gerochen. War das in irgendeiner Box? Ich weiß es nicht mehr. Und zwar das Kings and Queens Duschkill, ja. Also nicht, dass ich jetzt hier mal zu lasch gehe, ne? Also das ist falsch. Es ist bloß zur Zeit so, dass alles mein ganzes Laschzeug langsam leer wird. Und ich habe, wollte mir sehr, sehr gern halt noch. Ich komme nicht drauf, ey. Ich wollte mir sehr, sehr gerne noch, na. Ja. Rose Gem. Ich wollte mir sehr, sehr gerne noch Rose Gem nachkaufen, aber es ist ja limitiert gewesen. Ich krieg's leider nicht mehr. Und deswegen wollte ich mir auch aufgrund des Duftes nochmal ein anderes kaufen. Und es ist jetzt von Kings and Queens. Das Queen Elizabeth, so heißt das. Und das riecht so nach Zuckerwatte irgendwie, also finde ich. Es riecht sehr, 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 sehr gut. Und ich finde auch die Duschgel von Kings and Queens sind sehr pflegend. Es riecht wirklich wie Zuckerwatte pur. Und ich finde die richtig, richtig cool. Das ist jetzt hier, Moment, 300 Milliliter. Kommt man sehr, sehr gut damit hin. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel das kostet. Das war nicht teuer. Ich glaube nur 5, 6 € oder so. Richtig cool. Dann habe ich mir noch, weil ich ja jetzt so Dermalogica nutze und mein Gesichtswasser alle gegangen ist von La Mer und ich wollte mir das jetzt nicht nochmal nachkaufen, habe ich mir von Dermalogica diesen Multi-Active Toner gekauft. Und zwar ist das ein Gesichtswasser, was er nur aufsprüht. Und ich muss sagen, meine Haut ist wirklich besser geworden. Also ich nutze ja jetzt die getönte Tagespflege von Dermalogica. Das hatte ich ja mal im Berlin-Haul erzählt. Den Berlin-Haul verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Der ist sehr lang, 54 Minuten, aber gut. Ja, und das habe ich mir jetzt also nachgekauft nicht, ich habe es mir gekauft und ich finde es richtig gut. Also ich benutze es jetzt seit ein paar Tagen und finde es richtig, richtig cool. Weil es auch nur zum Aufsprühen ist, geht viel einfacher. Man kann es, denke ich, auch am Tag mal einfach aufsprühen, um sich zu erfrischen, steht auch da. Aber dazu habe ich ja mein Avant-Spray. Und von daher, ja, dieser hier, der war aber relativ teuer. Der Dermalogica ist so und so teuer. Ich glaube, der war, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, teuer. Könnt ihr da mal bei Douglas nachgucken. Dann habe ich mir Anfix-Produkte von Mira gekauft und zwar zwei. Ich finde, hat sich echt gelohnt. Ein MAC-Lippenstift in der Farbe Shy Girl, ja. Mira hat ihn gezeigt und auch auf ihrem Blog gepostet und ich fand ihn so schön, dass ich ihn haben musste und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr begeistert, weil ich eigentlich nicht so der Nude-Lippenstift-Typ bin. Aber der ist echt geil, weil ich habe immer Angst so bei diesen ganzen Nude-Lippenstiften, dass ich aussehe wie tot. Bei dem absolut nicht der Fall. Ich zeige euch die Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. Sehr, sehr hübsch. Es hat auch noch so rosa Anteil, sieht auch ein bisschen peach-mäßig aus. Aber der ist wirklich nur nude und aber so ein leichter Schimmer und auf gebräunter Haut finde ich einfach wunderschön. Ich liebe den Duft, ich liebe den Duft. Also wie gesagt, Shy Girl und es hat ein Cream Sheen Finish. Yeah. Dann noch ein Anfix-Produkt von Mira. Der Clarins Eclat Menu. Das ist ja dieser Natural Lip Perfector. Und ich habe aber auch vorher noch auf anderen Blogs und sowas geguckt und haben mir den auch geswatcht angeguckt, weil ich mir unsicher war. Und die haben alle gesagt, der ist so, so toll und ich kann es nur weitergeben. Ich nutze ihn natürlich jetzt noch nicht so lange, aber die Zeit, wo ich ihn genutzt habe, echt geil. Das ist die Farbe 03. Das ist dieses, wie heißt denn die Farbe gleich? Nude Shimmer. Ja, Nude Shimmer heißt die Farbe. Und der sieht so aus, hat er mir auch schon gezeigt und hat dann halt hier so eine Kappe
Und da kommt der hier oben raus und da könnt ihr halt eure Lippen damit einpinseln. Das ist wie so ein leichter Gloss. Ihr könnt ihn auch nur so tragen. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet keinen Lippenstift oder keinen Lipgloss mehr drauf tragen. Aber ist ja mehr so auch so eine Lippenpflege, ne? Er pflegt die Lippen so geil. Also wirklich hammermäßig. Ich habe echt zarte Lippen danach. Und gerade wenn ihr jetzt irgendwie einen matten Lippenstift oder so auftragen wollt danach, ist es natürlich absolut perfekt. Und er duftet, ey, Hammer. Also so wie die Leute es beschrieben haben, so ist es auch. Also nach Zuckerwatte, Vanillig, irgendwie so ganz, ganz toll. Also das kann auch eins meiner Lieblingsprodukte werden. Richtig, richtig cool. Hätte ich nie, nie gedacht. Aber gut. Ja, das ist der. Also Empfehlung, ja. Dann, genau, habe ich mir von... ich habe eine Augencreme gesucht, weil meine ganzen Augencremes tun sich langsam dem Ende neigen. Ja, und ich habe halt gelesen, dass Clinique eine sehr, sehr gute Augenpflege hat, gerade auch um so Augenschatten aufzuhellen. Und da braucht man auch keinen Concealer mehr und so, so wird es halt geschrieben. Und es hat mich sehr neugierig gemacht. Ist auch ein sehr teures Produkt, finde ich, aber es hat sich gelohnt. Es ist der Super Defense, die Super Defense Augencreme SPF 20. Und hier steht, dass das eine Augencreme gegen die Zeichen vorzeitiger Hautalterung ist, die eben aufhellend wirkt gegen Augenschatten. Und die außerdem die Haut vor UVA, UVB-Strahlen schützt. Was sehr, sehr gut ist. Ich vertrage sie sehr gut, ich bin sehr empfindlich. Vielleicht auch für die, die jetzt sagen, okay, vertrage ich es überhaupt? Ich denke schon. Also ich bin sehr, sehr empfindlich an der Augenpartie. Und also muss sagen, mir braucht ja auch nicht viel davon. Ich nehme immer nur ganz wenig und klopfe das so ein. Und es hält echt extrem auf. Also ihr braucht wirklich kaum einen Concealer. Also ich habe jetzt eigentlich am Concealer verzichtet und es ist trotzdem sehr, sehr hell unterm Auge. Also sehr, sehr schön. Und halt dieser SPF 20 mit drin. Muss ich ehrlich sagen, hat sich auch gelohnt. Also war sowieso schon auch ewig lang auf meiner Warteliste, weil ich immer gesagt habe, ich brauche eine bessere Augencreme. Also man ist ja ständig auf der Suche nach einer Augencreme, weil man nie eine perfekte findet. Aber gut, so ist es halt. Jetzt habe ich eine gefunden. Genau. Und dann das letzte Produkt jetzt, ne? Ja, genau. Und dann habe ich mir noch, den wollte ich mir auch schon ewig kaufen, da bin ich auch im KDW immer drum rumgestüpfelt. Und zwar ein Giorgio Armani Cream Shadow, Eyeshadow. Diese Eyes to Kill Serie. Da gibt es ja auch diese Aqua Serie, das wollte ich auch eigentlich haben, aber da gab es wirklich nicht mehr so die Farben, die ich wollte. Von daher habe ich mir jetzt. Ich finde die schönste Farbe rausgesucht. Ist ja klar, das sagt ja jeder so, ne? Und zwar die Farbe 27, also es hat jetzt keinen Farbnamen. Eyes to Kill. Verpackung auch sehr, sehr schön. Die sind auch sehr toll. Ich glaube, die kosten so viel wie die Chanel-Teile. Und ja, sehen auch ähnlich aus. Also, wenn ihr das mal so seht, so ein Pöttchen hier. Ne? Auch ähnlich Bobbi Brown, der hat auch solche Teile. Die hat auch solche Teile. Und ja, das ist die Farbe 27, wie gesagt. Steht hier auch nochmal drauf, genau. Und ich zeige das euch jetzt mal, wie dies aussieht. So hübsch. Das ist so ein, ich weiß nicht, was das ist. Lila Mix mit Rosé-Schimmer, Grauschimmer. Also es ist Wahnsinn, wie viele Schimmerpartikel dieser Lidschatten enthält. Also der glänzt auch so ein bisschen grün, also so ein grüner, leichter Schimmer ist ja auch mit drin. Und ich finde, ich bin ja sowieso zurzeit auf dem Lila-Trip. Ihr seht ja, meine Nägel sind lila, meine Haare sind lila. Also ich habe komplett Brombeere auf meinen Haaren zum Beispiel jetzt und lila Strähnen halt so leichte in Lavendel. Die habe ich mir auch ein bisschen mit Directions nachgefärbt. Und das finde ich halt sehr, sehr passend dazu. Und die glänzen. Und ich habe es heute auch unter meiner unteren Augenbraue aufgetragen. Und ich finde, das hält Burner-mäßig und auch auf, denke ich, auf der Base von Krolan hält er bestimmt richtig, richtig gut. Und ja, also die Farbe ist unendlich schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich auch vorher auf Temptalia und so geguckt. Der hat ihn auch sehr, sehr gut eingeschätzt. Und ja, also der musste einfach sein. Ich musste ihn haben. Und ich würde mir auch gerne noch so einen Aquateil kaufen, also so einen wasserfesten. Das wäre auch so noch eine Sache, die mich sehr interessieren würde. Also so, so schöne Farbe. Ich bin sowieso so auf dem Lila-Trip. Ja, wie ich schon sagte, hammermäßig, ey. Das war es, glaube ich, schon, ne? Ja. Genau, und da habt ihr, wie gesagt, also ihr hättet jetzt theoretisch auch noch eine The Real Mascara bekommen. Und ich habe auch noch viele andere Proben bekommen. Die sind jetzt nicht drin, die kann ich euch jetzt nicht mal zeigen. Da war, ich habe mir noch das Douglas-Magazin rausgesucht.
das aktuelle, das kostet auch, glaube ich, 4 Euro. Dann habe ich noch eine Probe für meinen Freund gehabt, von Jil Sander ein Parfüm und noch für mich. Aber ich weiß nicht mehr, was. Ach so, hier, Thierry Mugler Alien habe ich noch gehabt, ja. Also man kann wirklich, muss ich sagen, diese ganzen Rabatte nutzen und ich weiß eben nicht mehr, ob es die jetzt noch aktuell gibt. Deswegen Shoppingfrau oder so hieß, glaube ich, die Seite, genau. Da könnt ihr ja mal gucken, ob es das noch gibt. Und ja, leider das mit Benefit hat nicht mehr geklappt, fand ich aber nicht so schade, weil ich habe trotzdem extrem gespart. Ich habe, glaube ich, über 20 Euro gespart und da muss ich ehrlich sagen, lohnt es sich schon. Deswegen habe ich es auch gemacht, weil ich gesagt habe, gut, über September hätte ich mir das eh geholt. Und von daher habe ich es halt jetzt gemacht und habe dann halt auch noch gespart. Genau. So, das war Douglas. Und jetzt überlege ich halt, ob ich euch noch was irgendwie erzählen wollte. Ja, ein was noch. Und zwar war ich ja am Freitag beim Friseur gewesen, wie man unschwer erkennen kann. Und ich hoffe, man kann jetzt auch so ein bisschen die Farbe erkennen. Es ist wirklich, es ist komplett Brombeer. Also es ist wirklich, man sieht das auch hier in meinem. Es ist noch Illumen. Es ist Illumen. Und deswegen hat es meine Kopfhaut sehr gefärbt. Es ist halt wirklich so ein Brombeerton über das komplette Haar. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und ja, das nächste Mal mache ich mir wieder, glaube ich, Extensions neu rein. Mal gucken. Und ja, auf jeden Fall war ich dann auch noch kurz unterwegs, weil ich mir noch Directions gekauft habe. Und ich bin am Pik und Kloppenburg vorbei in Dresden und habe ein Kate Moss Shirt gesehen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bei eurem Pik und Kloppenburg entdeckt habt. Ich hab's entdeckt, ja. Ich hab's entdeckt. Und wollte da rein. Und auf einmal kommt mir ein Mann entgegen und sagt, wir haben geschlossen. Nein, ich sage, was? Ich brauch das T-Shirt. Morgen wieder. Ich sage, gut, alles klar. Und da bin ich mit meinem Freund dann den nächsten Tag darauf, also den Tag darauf, bin ich dann da hingegangen und hab das T-Shirt gesucht, wie eine Wilde. Weil es war wirklich Kate Moss und es sah so schön aus und ich wollte es haben. Und ich liebe ja Kate Moss, wisst ihr alle. Und auf jeden Fall habe ich das Shirt gesucht. Es gab es auch mit Amy Winehouse, mit AC/DC, irgendwie so noch. Und die Frau sagt dann zu mir, ja, wenn es hier nicht liegt, dann ist es weg. Und ich habe gesagt, es ist jetzt nicht ihr Ernst. Und sie meinte, doch, also es lag eine Weile da. Und dann kam irgendwann der Hype und dann war es weg. Und ich habe gesagt, oh nee. Und dann habe ich die halt angeguckt mit meinen Kulleraugen und so. Jetzt? Und jetzt? Und sie meinte, warten Sie mal, wir haben doch noch im Schaufenster dieses T-Shirt hängen. Und ich sage, ja, können Sie da mal gucken, wenn sie kam. Und das gibt's halt, das ist halt das in der S, was ich brauche. Und sie meinte, dass sie das nächste Woche ausräumen würden, dass das Schaufenster umgestalten würden und dann würden sie mich anrufen und dann könnte ich mir das T-Shirt abholen und sie würde es für mich reservieren. Was mich sehr happy macht, weil ja, ich dieses T-Shirt unbedingt haben muss. Ich weiß nicht, ob es bei eurem Pik und Kloppenburg so ein T-Shirt gibt. Bei uns gab es das nicht. Ich will es unbedingt haben. Ich brauche es. Ich brauche es. Und ich werde es euch auch zeigen, wenn ich es dann gekauft habe. Da poste ich nochmal ein Bild. Genau. So, ja, das war es jetzt eigentlich auch schon von meinem Video. Meinem Oski geht es leider noch nicht besser. Wir waren gestern beim Tierarzt. Das heißt, ihm geht es noch nicht besser. Er ist eigentlich quicklebendig. Das Problem ist halt einfach, dass die Hefen noch nicht weg sind. Und ja, mein Hasenherz blutet jedes Mal, wenn die Tierärztin das sagt. Und sie meinte, wir müssen jetzt halt die Therapie noch ein bisschen länger machen. Er bessert sich aber von Tag zu Tag. Und ich bin guter Dinge. Ich bin natürlich immer total zerrissen, weil ich, ja, ich komme damit überhaupt nicht klar, wenn meine Tiere was haben. Das habe ich ja auch schon mal in meinem Video erzählt, wo ich über meine Tiere den Tag gemacht habe. Und es macht mich fertig und ja, ich versuche mich so gut wie es geht abzulenken. Und ja, mein Oski, dass er auch gute Fortschritte macht und wir müssen die bösen Hefen jetzt bekämpfen. Also ja, ich hoffe, wir kriegen das hin. Genau, so ihr Lieben, das war es jetzt eigentlich auch von mir. Zwei neue Videos, ihr habt genügend Stuff, ja. Ihr, ja, ich hoffe, ihr habt euch gefreut darüber und ja. Freue mich über jeden neuen Abonnenten. Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass die kleine Melle mich abonniert hat. Ich bin ausgerastet. Und ja, freue mich aber über jeden einzelnen Abonnenten. Und es ist, ja, es freut mich immer wieder, wenn ich sehe, dass die Zahl wächst. Es ist sehr schön zu wissen, dass euch das gefällt. Und ja, macht mich sehr, sehr glücklich. So, wir beenden jetzt dieses Video, sonst quatsche ich wieder zu viel Zeug. Und es muss ja nicht sein. Und wir werden uns jetzt bald Richtung Tierheim begeben und noch Hundis ausführen. Da freue ich mich sehr darauf, noch ein bisschen spazieren gehen und so ein bisschen noch. Und tut auch gut. Und ich freue mich natürlich, dass ich den Tieren dann mit großen Gefallen tue, weil die freuen sich am meisten darüber. Und das.
freut mich. Ja. So, ihr Lieben, also, ich wünsche euch noch was. Einen schönen Wochenstart. Ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub. Werde die jetzt noch genießen, ohne Ende. Und ja, freue mich aufs nächste Video mit euch. Und wie immer, 15 Küsse. Macht's gut. Bis bald. Ciao.